Bei der Photosynthese wird CO2 in Biomasse umgewandelt und Sauerstoff freigesetzt. Das geschieht in Geweben mit Chloroplasten, zum Beispiel den Blättern. Bei der Photorespiration oder Lichtatmung baut die Pflanze Biomasse ab und setzt sie als CO2 frei. Zusätzlich braucht es dafür Licht, Sauerstoff und Energie in Form von ATP. Der Vorgang geschieht ausschließlich in Geweben mit Chloroplasten. Photorespiration ist damit exakt das Gegenteil der Photosynthese und erscheint paradox. Die Photosynthese produziert Biomasse und die Photorespiration baut sie gleich wieder ab. Zur selben Zeit und am selben Ort. Tatsächlich wissen wir nicht, ob die Photorespiration eine biologische Funktion erfüllt. Was wir jedoch wissen, sind drei Dinge. Die Photorespiration kommt bei allen Pflanzen vor. Eine wichtige Rolle spielt die Temperatur und im Laufe der Evolution haben manche Pflanzen Strategien hervorgebracht, um die Photorespiration zu reduzieren. Diese drei Aspekte wollen wir genauer verstehen. Diese Abbildung zeigt, wie sich die Temperatur auf die Photorespiration auswirkt. Auf der X-Achse ist die Temperatur aufgetragen. Je weiter man nach rechts geht, desto wärmer wird es. Auf der Y-Achse ist die Nettoleistung der Photosynthese angegeben. Das kann man sich auch als die Zunahme der Biomasse denken. Eine Pflanze in einem Topf stellt man am Morgen und am Abend auf eine Waage. Den Tag über lässt man sie Photosynthese machen. Dadurch legt sie an Biomasse zu und wird von Tag zu Tag schwerer. Sie wächst. Diese Zunahme ist die Nettoleistung der Photosynthese. Die Nettophotosyntheseleistung kann jedoch auch negativ ausfallen. Dann ist die Pflanze am Abend leichter als am Morgen. In diesem Fall verliert die Pflanze während des Tages Biomasse in Form von CO2. Dieses Phänomen brauchen wir, um die Photorespiration verstehen zu können. Betrachten wir zunächst die grüne Kurve. Sie bezieht sich auf Roggen, eine Pflanze, die an kühlere Standorte angepasst ist. Roggen repräsentiert den Normalfall bei Pflanzen. Diese Pflanzen haben im Laufe der Evolution keine Strategien gegen die Photorespiration entwickelt. Den Normalfall nennt man auch C3-Pflanzen. Was mit C3 gemeint ist, sehen wir später. Mit steigender Temperatur nimmt auch die Photosyntheseleistung kontinuierlich zu und wird immer größer. Bei etwa 24 Grad erreicht die Nettoleistung der Photosynthese ihr Maximum. Man könnte auch sagen, bei 24 Grad wächst die Pflanze am besten. Will man eine Roggenpflanze glücklich machen, kultiviert man sie bei 24 Grad. Dann ist die tägliche Zunahme an Biomasse am größten. Steigt die Temperatur über 24 Grad, dann nimmt die Nettoleistung der Photosynthese relativ schnell wieder ab. Und in diesem Temperaturbereich hier erfolgt nur noch eine geringe Zunahme an Biomasse. Das Wachstum tendiert hier gegen Null. Kritisch wird es ab 32 Grad Celsius. Das ist dieser rote Bereich hier. Die Nettoleistung der Photosynthese wird hier stark negativ. Das bedeutet, oberhalb von 32 Grad verliert die Roggenpflanze an Biomasse und wird leichter. Durch Photosynthese wird Kohlenstoff fixiert und Biomasse aufgebaut. Über die Photorespiration geht Kohlenstoff verloren und es wird Biomasse reduziert. Die Differenz ist die Nettoleistung der Photosynthese. Wir unterteilen die Kurve in drei Abschnitte. Zwischen 0 und 24 Grad steigt die Photosyntheserate schneller an als der Verlust durch Photorespiration. Man könnte auch sagen, in diesem Bereich
hat die Photosynthese die Nase vorn und gewinnt das Rennen. In diesem Bereich zwischen 24 und 32 Grad beginnt sich das Bild nun zu ändern. Der Verlust durch Photorespiration steigt jetzt schneller an als der Zuwachs durch Photosynthese. Insgesamt bleibt die Bilanz vorerst aber noch positiv. Unter dem Strich wird noch immer mehr Kohlenstoff fixiert, als durch Photorespiration verloren geht. Das heißt, die Pflanze wächst zwar noch, aber immer langsamer. Ab 32 Grad wird es dramatisch. Der Verlust durch Photorespiration ist jetzt größer als der Zuwachs durch Photosynthese. Nun hat die Photorespiration die Nase vorn und die Pflanze verliert Biomasse. Auf einen heißen Hochsommertag übertragen könnte das Folgendes bedeuten. Am Vormittag ist es vergleichsweise kühl und die Pflanze legt an Biomasse zu. Gegen Mittag wird es wärmer und die Zunahme an Biomasse geht zurück. In den heißen Nachmittagsstunden verliert die Pflanze an Biomasse und gelangt gegen Abend wieder in den positiven Bereich zurück. Unter dem Strich ist es entscheidend, ob der Zuwachs an Biomasse in den kühleren Stunden größer war als der Verlust in der heißen Mittagszeit. Wir haben uns bisher auf die grüne Kurve konzentriert. Diese Pflanzen stellen den Normalfall dar und werden auch C3-Pflanzen genannt. Sie besitzen keine besonderen Anpassungen, die sie vor der Photorespiration schützen. Im Gegensatz dazu haben C4-Pflanzen wie der Mais einen Weg gefunden, um besser mit der Photorespiration fertig zu werden. Das hat einen großen Vorteil, bringt aber auch Probleme mit sich. Beginnen wir mit dem Vorteil. Zunächst fällt auf, dass die Kurve die gleiche Form hat wie bei den C3-Pflanzen. Sie ist einfach nach rechts verschoben. Der Verlust von Biomasse findet damit erst bei Temperaturen weit über 40 Grad statt. Auch das Optimum liegt bei einer hohen Temperatur, hier vielleicht bei etwa 37 Grad. C4-Pflanzen sind damit gut an warme Standorte angepasst. Auch bei hohen Temperaturen haben sie eine positive Nettoleistung der Photosynthese. Das bedeutet, auch bei hohen Temperaturen können sie Biomasse aufbauen. Die Kurve zeigt aber auch den Nachteil der C4-Pflanzen. Es sind relativ hohe Temperaturen erforderlich, bevor ein signifikantes Wachstum stattfinden kann. Bei tieferen Temperaturen ist ihre Nettophotosyntheseleistung deutlich geringer als bei den C3-Pflanzen. Roggen kann bereits bei 25 Grad seine Stärke voll ausspielen. Hier wächst er mit größtmöglicher Geschwindigkeit. Mais dagegen ist bei 25 Grad noch weit von seinem Optimum entfernt und wächst hier viel langsamer als der Roggen. C3-Pflanzen wie Roggen, Weizen, Gerste, Reis oder Kartoffeln sind an kühlere Standorte angepasst. Sie sind bei tieferen Temperaturen im Vorteil. Bei höheren Temperaturen geraten sie aufgrund der Photorespiration jedoch schnell in Schwierigkeiten. C4-Pflanzen wie Mais, Hirse, Zuckerrohr oder Amaranth dagegen sind an heiße Standorte adaptiert, wie man sie in den Tropen und Subtropen findet. Bei kühleren Temperaturen wachsen sie nur langsam. Erst bei hohen Temperaturen erreichen sie ihr Optimum. Und das Thermometer muss schon sehr hoch klettern, bevor auch bei ihnen die Photorespiration zu Problemen führt.